Hey, schön, dass ihr da seid zu 5 nach 5, eurem News-Podcast der Braunschweiger Zeitung für euch mit allem, was ihr wissen müsst aus Braunschweig, Wolfsburg und der Region. Ich bin Katja. Und ich bin Christina und wir haben Dienstag, den 13. Juni und das sind heute unsere Themen. Schon wieder Alarm. Feuerwehr verhindert Großbrände im Harz. Achtung Leute, am Mittwoch sind alle Apotheken dicht aus Protest. In Wolfsburg senkt ein Energieversorger seine Preise jetzt. Ja, kommt jetzt die Trendwende? Irgendwie verfolgt uns das Thema ja schon so ein bisschen. Auch heute sind mehrere Brände in der Region ausgebrochen. Nachdem wir in der Folge gestern ja schon über die Großbrände in Braunschweig bei Alba und in einem Gifhorner Supermarkt gesprochen haben. Ja, die Feuerwehren im Harz haben wohl am Montag einiges geleistet. An gleich mehreren Stellen wurden in kurzer Zeit hintereinander Waldbrände gemeldet. Ganze 50 Quadratmeter standen beispielsweise in der Nähe des Oderteichs in Flammen. Ausrücken mussten da die Feuerwehren aus Braunlage, St. Andreasberg war dabei, Altenau, Clausthal und auch Bad Harzburg. Na, und weil die so schnell zur Stelle waren, konnte zum Glück Schlimmeres verhindert werden und die drei Brände auch gelöscht werden. Ich war aber am Wochenende im Harz und ich kann euch sagen, der Boden da ist so krass trocken schon wieder. Also ich hoffe wirklich, dass wir in diesem Jahr ohne Großalarm auskommen. Ja, und die Brände verfolgen uns aber wirklich. Also es hat nicht nur im Harz gebrannt, in Salzgitterlob macht das und hat in der Nacht zu Dienstag auch eine Scheune in Flammen gestanden. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, aber das Feuer, das hat sich auch ziemlich schnell auch in Wohngebäude ausgebreitet. Jetzt sind die Brandermittler zur Stelle. Auch hier gibt es ziemlich krasse Fotos. Ich habe mir die vorhin angeguckt. Wenn ihr auch mal rüberschauen wollt, klickt auf braunschweigerzeitung.de. News zum Brand des Aldi-Markts im Kreis Gifhorn gibt es auch. Dort soll jetzt ein spezieller Feuerspürhund der Brandursache auf die Schliche kommen. Wenn es da was Neues gibt, dann lest ihr das natürlich auch bei uns. Den Text verlinken wir euch auch. Christina, also du hast es gestern schon gesagt, aber deine Stimme klingt irgendwie immer noch ein bisschen angeschlagen. Hast du dir da schon in der Apotheke was geholt? Nee, ich hoffe noch, dass das von alleine weggeht, dass mein Körper das irgendwie auf die Kette kriegt wieder. Auf jeden Fall, also falls du dich noch dafür entscheiden solltest, irgendwas zu holen, dann solltest du das vielleicht heute machen oder aber auf Donnerstag verschieben. Weil Achtung, morgen, also schon am Mittwoch, 14. Juni, haben viele Apotheken auch in unserer Region geschlossen. Der Grund dafür ist, dass die Apothekerinnen und Apotheker in ganz Deutschland, also es ist wirklich ein bundesweiter Protest, protestieren wollen und zwar gleich gegen mehrere Dinge. Sie kritisieren zum Beispiel erstmal die Bürokratie im Versorgungssystem. Also bei den Lieferengpässen, die es ja immer wieder gibt, da geben die echt alles und recherchieren, welche Medikamente man zum Beispiel noch bestellen könnte. Es gibt ja immer so Rabattverträge mit den Krankenkassen. Also nicht jede Krankenkasse zahlt jedes Medikament und so. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber da lauern wohl dann auch immer wieder Strafzahlungen an die Krankenkassen, die eben diese Vorschriften machen, wenn die Apotheken das nicht erfüllen. Ja, und auch deshalb und aufgrund der gerade echt stark angestiegenen Kosten, ich meine, das merken wir ja alle, fordern auch die Apothekerinnen und Apotheker jetzt mehr Honorar. Das besteht nämlich irgendwie aus einem Festbetrag und die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die sagt, dass dieser Betrag seit 10 Jahren nicht an die Preise angepasst wurde. Also, solltet ihr noch was aus der Apotheke brauchen, dann müsst ihr euch das heute noch schnell jetzt auf dem Weg in Feierabend holen oder ihr verschiebt es eben auf Donnerstag, wenn das geht. Es gibt natürlich auch Notdienste, die aber wirklich auch nur für Notfälle sind, aber ihr könnt gern in unseren Artikeln mal vorbeischauen oder auch auf unserem Instagram-Account der Braunschweiger Zeitung, da haben wir euch die gängigsten Notdienste in den großen Städten mal aufgeführt. Anfang des Jahres war es ja für viele von uns so eine richtige Klatsche, wenn man den Brief bekommen hat, der Energierechnung, es ist einfach ins Bodenlose explodiert, kann man fast so sagen. Ja, das hat uns alle auf jeden Fall echt getroffen, kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall mich. Aber vielleicht können wir da auf eine Trendwende hoffen, zumindest in Wolfsburg, denn dort hat der Energieversorger LSW seine Preise jetzt gesenkt für Fernwärme, aber auch für Strom und Gas, sollen die Kunden ab Juli weniger zahlen. Fernwärme wird beispielsweise um 18% günstiger. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Allerdings wurden vorher die Preise beim Wolfsburger Versorger für Fernwärme erstmal um 70 und dann nochmal um 27% angehoben. Die Preissenkung jetzt heißt also noch nicht, dass die Preise dann wieder auf dem Niveau von vorher sind. Aber immerhin ist es ein bisschen was. Ja, ein bisschen was. Wie viel diese 18% dann ausmachen, auch irgendwie in Geld umgerechnet, das lest ihr bei uns. Den Artikel, den verlinken wir euch. Und das war heute sonst noch spannend.
Eintracht Braunschweig hat nach dem Start des neuen Trainers Jens Hertel den ersten Neuzugang unter den Spielern. Ins Team kommt der 21-jährige US-Amerikaner Johan Gomez. Er wird als Offensivtalent beschrieben und kommt aus der dritten Liga vom FSV Zwickau nach Braunschweig. Und von Fußball kommen wir jetzt zum Crime-Thema. Das heißt ja eigentlich immer so in dubio pro reo. Also wenn ich mich an meine Lateinschulzeit so erinnere, so im Zweifel für den Angeklagten sinngemäß. Ne? Aber der Strafverteidiger Burkhard Benneken ist der Meinung, dass das oft nicht berücksichtigt wird. Ja, der hat da auf jeden Fall krasse Vorwürfe erhoben. Und unsere Kollegin Katrin Schiebold hat mit dem Burkhard Benneken über seine Kritik an unserem Rechtssystem gesprochen. Da erzählt er unter anderem, und das ist total spannend, aus seinen Erfahrungen auch als Verteidiger. Es ist der Wahnsinn, was da alles hinterstecken mag. Ja, oder wir haben einen Fall, da hat mein Kollege Hans Reinhardt verteidigt, und zwar den Polizeibeamten, der einen Tatverdächtigen im Ergebnis auch geschlagen hatte, weil dieser Tatverdächtige dann gesagt hatte, dass das Opfer zu Tode gekommen, das war doch eh eine Schlampe, die hatte es verdient, ermordet zu werden. Und dann ist dem Polizeibeamten die Hutschnur hochgegangen und dann hat er ihm spontan eine Ohrfeige gegeben. Und daraufhin erfolgte dann ein sofortiges Geständnis dieses Tatverdächtigen. Der sagte dann, ich war das, ich räume alles ein, ich bin der Täter. Mehr sagte er allerdings auch nicht. 14 Tage später gab es dann ein DNA-Gutachten und dann stellte sich heraus, die DNA-Spuren sind gar nicht von diesem Tatverdächtigen, sondern von einem anderen, der dann zum Glück auch gefasst wurde. Und dann kam dieser Tatverdächtige, der auch 14 Tage in U-Haft saß, frei. Aber da sieht man mal, wie schnell so ein falsches Geständnis abgegeben wird. Ja, mega interessant, was Benneken da erzählt. Die ganze Story könnt ihr in unserem Crime-Podcast Tatort Niedersachsen hören. Den Link zur Folge stellen wir euch in die Shownotes. Was hast du heute im Feierabend geplant, wenn du nicht zur Apotheke gehst? Gute Frage. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich muss eigentlich das Bad putzen. Okay, das klingt nicht so toll. Aber vielleicht skippe ich das auch und setze mich auf den Balkon in die Sonne. Es ist halt einfach wirklich mega, mega schönes Sommerwetter und eigentlich zu schade zum Badputzen. Und wer auch nicht unbedingt sein Bad putzen will, sondern vielleicht lieber eine Abkühlung im Freibad sucht, schaut doch einfach mal auf unseren Insta-Account der Braunschweiger Zeitung. Da haben wir euch eine Übersicht für die Freibäder in Braunschweig zusammengestellt. Ja, und da könnt ihr dann mal so ein bisschen stöbern und euch aussuchen, worauf ihr Bock hättet, wenn ihr nicht das Bad putzt. Vielleicht gucke ich da auch noch mal. Das ist doch besser, glaube ich. Das war's auch für heute schon von uns. Wenn ihr Fragen, Themenideen oder Kritik oder sowas habt, schickt uns gerne WhatsApp an die Nummer in den Shownotes oder ihr meldet euch direkt per E-Mail bei uns an 5nach5@funkmedien.de. Ja, und wenn euch unser News-Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt oder auf Abonnieren klickt. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Macht's gut, bis morgen. Tschüssi.